mit scharfen Attacken gegen die politische Konkurrenz. So warf er den Grünen vor, die Bürger bevormunden zu wollen. Die Grünen sind längst zum Sinnbild des Obrigkeitsstaates geworden. Und wir alle kennen den Vergleich. Früher kam der Obrigkeitsstaat mit Pickelmütze, heute kommt er auf Birkenstock-Sandalen angeschlichen. Das werden wir aber nicht zulassen, liebe Freundinnen und Freunde.